diese helle Bauweise, vor allem dann hier der helle französische Kalkstein auf dem Boden und dann noch die helle Buchenfurniervertäfelung an den Seiten. Und im Kontrast dazu dann aber auch nochmal dieser dunkelblaue, mitternachtsblaue Stahl hier an den Fensterrahmen, die auch nochmal so diese unterschiedlichen Stockwerke des Gebäudes hervorheben sollen. Dann vielleicht noch ein paar Sätze zur Ökologie des Hauses. Wir haben hier unterhalb des Gebäudes ein Blockheizkraftwerk, das zusammen mit einer 300 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach für den größten Strombedarf des Hauses sorgt. Dann ist das Dach in 25 Meter Höhe zur Spitze hin leicht abschüssig, sodass dort das Regenwasser gesammelt wird. Es wird anschließend gefiltert und schließlich für die Toilettenspülanlage verwendet. Dann möchte ich nochmal auf dieses Dach hinweisen. Das besteht bis auf diese Stahlstreben ausschließlich auf Glas. Und so habe ich, je nachdem wie die Sonne steht, aber auch die Wolken, auf ganz natürliche Art und Weise einen unterschiedlichen Lichteinfall hier in das Atrium. Und je nachdem, wie das Licht hier in das Atrium auch auf diese Statue dann einfällt und je nachdem, welche Betrachtung oder Position der Betrachter einnimmt, kann diese Statue auch ganz unterschiedlich wirken. Sie kann offen warmherzig wirken, aber auch grimmig nach unten blickend. Und